Okay, alles wird gut. Wir laden mal nochmal nach. Hier ist bestimmt niemand, oder? Also unser Sensor zeigt nichts an, niemanden. Ja, wir könnten. Ja, komm. Es muss ja damit irgendwie reichen. Mit der Pistole. Ich wünschte, wir hätten unseren Pfeil und Bogen. Ich wünschte sehr. Ich gucke mal, ob wir hier noch irgendwas finden können. Was ist das denn hier? Ein Medikit. Das nehme ich hier sehr gerne an mich. Wow, noch eins. Was? Warum? Das macht mir jetzt etwas Angst, ehrlich gesagt. Warum wir hier zwei Medikits bekommen? Wir hatten ja schon eins. Okay. Ganz vorsichtig jetzt hier. Uns hier irgendwas ansehen. Sieht nicht so aus. Sieht nicht danach aus. Ist ein Lagerraum. Ist auch nichts. Was war das? Oh. Bin auf Schrauben. Auf Scheiben getreten. Auf Scherben, nicht Scheiben. Oh Gott. Hab schon Deutsch ver. Noch ein Medikit? Okay, warum kriegen wir hier so viele Medikits reingeschmissen? Okay, hier gibt's gar nichts. In dem Raum waren wir gerade. Die Scherben vielleicht nicht treten. Da sind auch Scherben. War ganz komisch, der Raum hier irgendwie. So. Okay. Auch Scherben. Überall. Überall Scherben. Hier gibt es gar nichts für uns. Okay. Bin nur froh, dass wir unser unzerbrechliches Messer haben. Damit machen wir sie alle fertig. Hoffe ich. So. Hier ist gar nichts. Hier ist wieder. Oh Gott, der Bär. Hier ist wieder so ein Bär. Der guckt uns ganz falsch an. Tots. Ich hätte gern so ein Steak. Oh, jetzt hätte ich Bock auf so ein Steak. Okay, ich möchte nicht über diese Scherben treten eigentlich. Warum? Warum sind hier überall Scherben? Hier auch. Nee, das nicht. Das waren keine Scherben. Es kann doch nicht sein, dass hier niemand ist. Okay, hier können wir raus. Scheint aber auch niemand zu sein. Da können wir uns ein bisschen freier bewegen. Auch schade, dass wir das Medikit nicht mehr mitnehmen können. Naja. Hier gibt es einfach gar nichts. Es ist ein riesiger Raum mit fast nichts drin, außer einem Medikit noch. Weißt du was? Wir gehen. Scheiß drauf. We're going out. Going out. So. Oh. Nein! Der hat die Pistole. Shit. Schon okay. Du kannst nirgends hin. Willst du raus? Dann hol dir doch den Schlüssel. Okay. Du bist nicht infiziert. Doch. Kein Infizierter kämpft so hart um sein Leben. Der kommt Ich hier brauche lang. die Schlüssel. Okay, da hinten brennt's. Was ist jetzt, Ellie? Ich muss zugeben, ich hab's dir geglaubt. Ganz kurz. Messer. Ich sehe dich. Mist. Okay, den kann man nicht messern. Auf jeden Fall nicht von vorne. Wie machen wir den fertig? Hey, Ellie. Ja. Das mit dem Pferd tut mir leid. Ganz ehrlich. Wo ist denn der jetzt? Da. Zu wissen, nichts davon verkommen wird. Oh, du Arsch. Okay, der kann. Ah, dafür sind die Scherben. Der hört uns, wenn wir da drüber laufen. Fuck. Okay. Weißt du, ich wünschte, du hättest James nicht getötet.
Mhm, hab ich aber. Ein guter Junge. Macht er nur seinen Job. Wie alle, die du getötet hast. Mhm. Das wird schon okay. Nur weiter stärken. Oh, von hinten kann man. Yes. Oh. Okay, er ist nicht tot. Gut, Kleine. Na, natürlich. Alles kommt in Ordnung. Okay. Jetzt kommt er mit der Machete. Ich glaub's aber nicht. Mich immer wieder. So schade, dass du uns ablehnst. Der sieht mich gar nicht, oder? Ist der blöd, Alter. Lauf, kleines Häschen, lauf. Braves Mädchen. Das sieht jetzt ja richtig dumm. Okay, jetzt rennt er. Jetzt rennt er. Okay, er rennt. Am Ende. Verstehe. Wo ist er? Okay, er hat meine Waffe. Das heißt, er ist hier irgendwo. Wir haben nicht mal was zum Wer... Hey, ich hatte doch noch eine Flasche, Mann. Das ist doch scheiße. Wo ist denn der hin? Oh. Jetzt kriecht der auch. Ich glaub's ja wohl nicht. Geht er noch weiter? Oder nicht so? Okay, komm her. Fuck. Da hinten ist er. So, bleib so, bleib so, bleib so. Alles ist gut. Tschüss. Ich hoffe, das war's. Mist, das war's immer noch nicht. Doch, er liegt. Geil. Okay, dass er mit der Machete einmal braucht, nur zum... Oh, okay. Wir sind wieder Joel. Wir sind immer noch auf der Suche. Ich sollte mir mal so ein Medikit reinhauen. Das wäre, glaube ich, ganz gut. So. Okay. Ah, hier waren wir doch schon mit Ellie drin. Wir gehen einfach den Weg entlang. Okay. Oh, oh. Alles klar. Wir sollten den Unterschlupf beschützen. Eine Infizierte rennt in der Stadt rum und wir bewachen den Ausgang. Mhm. Hier sind zu dritt. Kann ich einfach an denen vorbei? Oh Gott, da sind ja auch noch welche. Ich versuch's mal ohne Ärger. Wie wär's hier? Wenn wir hier durchgehen. Wenn wir jetzt hier Ärger machen, dann, die gehen alle auf uns los. Hier ist noch eine... Oh ja. Weißt du was? Ich nehme die Axt mit. Wobei, die hat noch 1, 2, 3, 4, 4, 5. Ich glaube, das macht gar keinen Unterschied, ne? Ich nehme die einfach mit. Scheiße. Ich nehme die doch mit. Ich guck mal, ob ich die verbessern kann. Kann ich. Kann ich und mache ich. So, jetzt haben wir wieder eine voll aufgeladene Axt. Das ist ganz gut. Aber hier lang? Hier sieht es nicht so aus, als ob wir lang können. Eieiei. Aber die warten noch da oben. Ja, ja, da sind die. Nein, nein, du siehst uns. Der sieht uns, scheiße. Warum guckt er denn in unsere Richtung, Mann? Dreht er sich? Okay. Der kommt genau auf uns zu. Mist. Das war nicht so gut. Das war überhaupt nicht gut. Ah, weißt du was? Wir machen die alle fertig. Da kommt noch einer. Der kommt.
Der kommt echt hier hin. Wow. Nein, nein, nein. Du hast nichts gesehen. Du hast absolut nichts gesehen. Wo ist der? Der ist immer noch da drin. Ah, aber der kommt jetzt, ne? Der kommt nicht. Okay. Wir gehen ihm hinterher. Ich will ihn erledigen. Komm her, komm her, komm her, komm her. Komm hier rein. Komm, 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 komm. Nein, 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 keiner sieht uns. Keiner sieht uns. Nein, der sieht uns. Shit. Keiner hat mich. Oh, der hat mich gesehen. Scheiße. Fuck. Okay. Mist. Oh mein Gott. Habe ich einen erwischt? Also einen habe ich auf jeden Fall erwischt. Okay. Okay, alles klar. Axt. Nicht weglaufen. Das ist nicht so gut. Das ist überhaupt nicht gut, hier zu kämpfen. Okay. Den haben wir auch. Fuck, ey. So sollte es überhaupt nicht laufen. Ja, ja, ist gut. Was? So, nehmen wir mit. Hey, da war doch noch Munition. Komm her. Okay, das, dieser Stealth hier hat nicht so gut geklappt. Okay. Wie wäre es, wenn ich euch einfach mal ein wenig mit meinem Pfeil und Bogen. Was war das denn? Okay, ich habe die wenigstens abgelenkt ein bisschen. Ah, jetzt habe ich dich, Arschloch. Habe ich den nicht erwischt? Das gibt's ja nicht. Okay, das war er. Da ist aber noch einer irgendwo. Wo ist der andere? Da oben. Ja, man kann den Kopf ein bisschen sehen. Hey, ich treffe doch seinen Kopf. So, jetzt aber. Scheiße. Das lief etwas schlechter, als ich erwartet hatte. Aber hey, was soll's. So, ein Medikit und schon ist es vergessen. Kann man euch looten? Man kommt da nicht mehr da hoch. Verdammt. Ich dachte, ihr gebt mir jetzt hier schön Munition. Ist nicht. Ja, gut. Wo muss ich denn jetzt hin? Okay, da sind noch welche. Jetzt kann ich ja wieder auf Pfeil und Bogen. Tschüss. So, mein Pfeil kriege ich nicht wieder, wie es aussieht. Schade. So schlecht die Sicht. Man sieht absolut nichts. Da hinten steht einer. Es steht genau richtig. Du kannst eine neue Waffe ausrüsten. Ja, ja. Vielleicht kriege ich ja meinen Pfeil wieder. Was ist das? Gewehrmunition. Pfeil kriege ich nicht wieder. Na gut. Dann würde ich wieder wechseln auf, auf den Flammenwerfer. Hierfür haben wir nur einen Schuss. Boah, ist ja richtig läppisch. Mist. Na gut. Wo müssen wir dann lang? Hier? Okay. Vorsichtig. So, ja, hier müssen wir rein. Okay. Hohoho. So. Schuhe, natürlich. Oh. Das ist ihr Rucksack. Ellies Rucksack. Ansehen. Ja, können wir uns ansehen. Schön. Wahnsinn. Okay. Was ist das? Was macht Ellies Zeug hier? Naja, rate mal. Rate mal, was ihr Zeug hier macht. Du bist aber genau richtig hier. So, das lesen wir. Fleischbestandsbuch. Oh, will ich das überhaupt lesen?
So. 23.3. 224 Kilo. Im April 559 Kilo. Im Mai 2132 Kilo. 18.6. 2331 Kilo. Fette Beute. So, dann 739, 139, immer einen Monat später. 278, 319. 1546 Kilo, schon besser. 1200, 1900, 800, 600, 400, 109. Das muss besser werden. 138 Kilo. Naja. Also das ist das, was sie gejagt haben. Ich hoffe, das ist, ja, ist wahrscheinlich aber auch Menschenfleisch dabei, ne? Höchstwahrscheinlich. Oh mein Gott, kaum sage ich's. Oh Gott. Kaum sage ich's. Und da hängen sie schon. Ich muss sie finden. Ja. Ich muss sie finden. Auf jeden Fall. Oh mein Gott. Oder war das nur Menschenfleisch, was sie da gewogen haben? Boah, das wäre hardcore. Echt ekelhaft, aber... Na, so sind Kannibalen eben, ne? Und das sind nun mal Kannibalen. Kann man hier irgendwas finden? Das wäre ganz, ganz dufte. Dufte. Hier gibt's gar nichts. Wir müssen wieder raus, ne? Ja. Oh, Ellie. Oh, das ist der, das, dieser Laden, wo wir drin sind mit Ellie. Und da liegt sie. Gehen wir jetzt auf? Komm schon. Nein, der lebt ja noch. Alter, wir haben den dreimal erwischt mit dem Messer. Okay, Ellie, komm schnell. Alles wird gut. Oh, ist das die Machete? Hin. Oh, ich muss selber bewegen. Schnell, Ellie, schnell. Ja, ich weiß nicht, ob du das hinbekommst. Ich sehe schon kommen, der Typ steht auf. Und ist vor uns da, ne? Oh, es war ja so klar. Ich wusste, du hast Herz. Du Wichser. Nein, niemals. Ist keine Schande. Nein, nicht mit mir. Ich krieche weiter. Bis zur Machete. Und dann ramme ich ihn dir in den Rachen. Gar nicht dein Stil, oder? Oh, oh. Oh Mann, ey. Was für ein Bastard. Ja. Du kannst doch wecken. Leck mich! Du kannst nicht. Hä? Dann lass dir gesagt sein. Okay, Messer. Oh, wir haben das Messer. Und zack, das war die Hand. Oh. Ellie! Hör auf! Lass mich nicht an! So, okay, ich bin's. Hier. Ich bin's. Wow. Er wollte mich. Ich weiß. Okay, Kleines. Oh, krass. Boah, der hat den aber ganz schön zerfetzt. Der hat die Machete gar nicht gesehen. Oh. Die Arme. Aber hat sie gut gemacht. Sehr gut gemacht. Was hat sie denn mit dem angestellt? Zeigen die den jetzt noch? Nicht ganz. Aber das Bild hat schon gereicht. Geil. Spring. Frühling. Ist das Frühling? Ja, ne? Oh. Ellie! Hast du mich gehört? Nein. Was? Da. Krankenhaus. Das ist unsere Ausfahrt. Okay. Na los, Kleine. Wo sind wir denn hier? Salt Lake City. Wir sind da. Das ist, wo die Firefly sein soll. Hörst du die Brise? Hm? Ich sag dir, an solchen Tagen habe ich immer draußen gesessen und Gitarre gespielt. Ja, wenn das alles vorbei ist, bringe ich dir Gitarre spielen bei. Ja, das wird dir bestimmt gefallen. Was meinst du, hm? Hallo? Ellie, ich rede mit dir. Hä? Oh, ja. Klar, das klingt toll. Was ist denn mit dir?
Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Ein bisschen. So wie. Okay. Jo, die Vögel, die haben gezeigt, dass man hier rein kann. Da gehen wir auch direkt rein. Darf ich mal bitte hier rein, liebes Fräulein oder Herr? Pillen. Pillen, ein bisschen Alkohol. Ja, Wahnsinn. Lappen. Zucker haben wir voll. Und ein Comic. Jo. Nee, doch kein Comic, hä? Familienfoto. Schade. Sah aus wie ein Comic. Okay, eine fröhliche Familie, wie es aussieht, umdrehen. Oh, vergibt uns. Vergebt uns. Oh Gott. Na super. Ein Basie. Oh mein Gott, die Familie. Oh, die ist. Oh. Shit. Ah, ja, ja, ist klar. Hier in diesem Spiel gibt es so viele Schicksale, Familienschicksale. Das ist schon nicht mehr feierlich. Hammerhart. Oh Gott. Ja. Ellie, wo. Da. Dann hoffe ich mal. Vom Fliegen geträumt. Ja? Ach ja? Ja. Ah, guck mal hier. Los, erzähl mir davon. Also, ich bin in diesem großen Flugzeug. Mhm. Und alle schreien und heulen, weil das Flugzeug gerade abstürzt. Also gehe ich zum Cockpit, öffne die Tür, da ist kein Pilot. Was? Ich versuche zu steuern, aber ich habe natürlich keine Ahnung, wie man fliegt. Und direkt vor dem Aufprall wache ich auf. Oh Mann. Okay. Ich bin noch nie geflogen. Ist das nicht seltsam? Tja, weißt du, Träume sind seltsam. Mhm. Aber hallo. Ja, geflogen bin ich schon ein paar Mal, aber solche Gedanken sollte man nichts verschwenden, sonst wird man nie wieder fliegen, glaube ich. Wenn man die ganze Zeit Angst hat, abzustürzen, ist nicht so. Okay, kann man da hinten noch lang? Das sieht nicht so aus. Da ist ein Loch. Ein tiefer Spalt in dieser Straße, ja. Aber gibt's hier noch was zu holen vielleicht? Hey, man kann ja hier runter. Man kann hier runter, ne? Ah, guck mal hier. Da liegt doch was. Guck mal, Werkzeug, vielen Dank. Dafür hat sich der Weg doch schon gelohnt. Für die vier Werkzeuge. Okay. Kann man hier runter auch? Hier geht's auch. Okay, hier geht auch Ellie runter. Dann gehen wir hier auch hier lang. Aber ich gehe gleich nochmal links, um zu schauen, was es da vielleicht noch geben könnte. Okay, Stanley Import Export Co. Ja, Salt Lake City also, ja. Dann hoffe ich mal, dass wir hier die Fireflies finden. Nicht, dass sie hier auch alle tot sind. Das wäre es ja. Okay, hier hätten wir auch runtergekonnt. Aber hier. Das sieht nicht so aus, als ob es hier was gibt. Oder? Was ist denn das da hinten? 5 Werkzeuge, na bitte. Läuft. Wir sind reich. Naja, immerhin haben wir das gefunden. Und hier liegt gar nichts rum. Gut. So, Ellie ist immer noch da oben. Ellie, komm mal mit jetzt. Sieh dir das an. Wie überall. Eine verwaiste Quarantänezone. Mhm. Ist ja nichts Neues, ne? Das sehen wir ja dauernd hier. Andauernd haben wir irgendwelche verwaisten Orte, Quarantänestationen. Finden wir auch mal irgendwelche Menschen, die gut sind? Bis auf die Truppe vom Bruder. Das Krankenhaus, das die Fireflies meinten. Komm schon. Ja, okay, da müssen wir hin. Ja, da gab es jetzt nichts mehr. Wir gehen hier runter. Das stinkt nach Kampf hier. Ein Zoo. Salt Lake City Zoo. See you on News Edition. Na klar. Wäre schön, den Zoo zu sehen hier. So ein bisschen Tiere gucken, aber ich bezweifle sehr, dass das geht. Okay, hier gibt es gar nichts. Ich gucke mal kurz da hinten bei der Tür. Es kann ja sein, dass hier irgendwo Munition rumliegt oder irgendwelche. Ah, guck mal hier, da haben wir doch wieder was. Nice. Immer schön Werkzeug aufsammeln. Es liegt hier einfach verstreut rum. Ist schwierig.
wirklich schwierig, alles zu finden. Ich habe 100 Pro schon 1000 Sachen übersehen. Es ist, glaube ich, nicht anders zu machen. Man, sonst muss man hier wirklich mit dem Maßband rumlaufen, um alles mitzunehmen. Durch, ja, vielleicht. Boah, sieht aber schon geil aus hier. Mit dem Baum in der Mitte. Sehr cool. So, bevor wir runtergehen, gehe ich erstmal hier lang. Mal gucken, was es hier gibt. Hier gibt es den Martin. Seit 1975 gibt es hier den Martin. Hier können wir auch runtergehen. Ansonsten ist hier nicht wirklich viel zu holen. Ein paar Spinde, aber... Oh, doch. Oh, guck mal. Ja, damit 10 Werkzeuge. Vielleicht gibt es hier noch was. Pillen. Explosivzeugs haben wir schon voll. Ich guck mal gerade, ob wir was bauen können. Wir haben wieder 35. Ich versuche mal wieder auf 100 zu kommen. Vielleicht können wir die maximale Gesundheit noch erhöhen. Bezweifle ich sehr, aber wir versuchen es mal. So. Hiervon können wir nichts machen. Wir können gar nichts machen. Doch, hiervon können wir was machen, aber... Ja, gut. Ansonsten war es das. Ich gehe mal mit der Waffe hier rum. Okay. Haben wir irgendwas bei den Koffern? Ah, da. Ja, bitte. Na, bitte. Alkohol, Bänder und ein Brief. Cool. Nachricht an Ehefrau. Lucia. Oder Lucia. Wir haben es bis in die Quarantänezone geschafft. Ich wollte dich anrufen, aber in dieser Stadt sind alle Telefonleitungen ausgefallen. Sie sagen, sie könnten Briefe in andere Zonen befördern, obwohl es vermutlich 1-2 Wochen dauert, bis er dich erreicht. Uns geht es gut. Hannah spricht viel von dir. Sie vermisst dich sehr. Ich war überrascht, wie ruhig und erwachsen sie sich inmitten all dieses Wahnsinns verhält. Mir kommt es vor, als wäre ich hier der Emotionale. Meistens ist sie es, die mich tröstet. Wir haben sie gut erzogen. Ich hoffe, auf deiner Seite des Landes ist alles in Ordnung. Und ich sehne mich danach, möglichst bald deine Stimme zu hören. In Liebe, Graham. Wir hatten ja keine Ahnung. Nein. Absolut nicht. Ich glaube, der gute Graham wusste gar nicht, was hier überhaupt abgeht. Oh. Ist alles okay? Ja, na klar. Du bist nur irgendwie so still heute. Oh, tut mir leid. Stimmt. Nein, es ist nicht... Schon gut. Kann man nochmal mit ihr reden? Nein. Die ist wirklich sehr ruhig. Also, sonst plappert die immer drauf los, aber hier... Irgendwas scheint sie ja zu haben. Tickets brauchen wir keine ziehen. Ich glaube, das geht auch so. So. Haben wir hier noch irgendwas drin? Nö. Okay, Moment. Da war doch irgendwas. Ah, ein Lappen. Ein Lappen neben einem Lappen. Okay, ansonsten haben wir alles. Wo können wir denn jetzt hin? Oh. Ja, wie wär's hiermit? Ja, nehmen wir doch die Leiter. Ja. Ellie? Alter, was ist denn los mit dir? Die antwortet ja gar nicht. Müssen wir das jetzt selber machen? Und auf geht's. Sie ist gar nicht. Ellie. Sie reagiert gar nicht. Ellie! Was? Die Leiter. Komm schon. Gut. Ist ja richtig motiviert, Ellie. Erzählt sie uns noch was, was ist? Okay, hier hoch. Okay.
Ja. Was zum... Sag mal. Was ist denn jetzt passiert? Ellie. Ellie. Schnell hin, schneller, schnell hin. Komm, 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 komm. Und hoch. Das musst du dir ansehen. Was denn? Ist denn? Ich sehe gar nichts. Ja. Was war denn das? Da war ein Schatten. Soll das ein Scherz sein? Was war... Was waren das? Giraffen? Das sind Giraffen. Komm. Ich wollte noch in den Zoo. Bitte sehr. Scheiße auf Looten. Scheiße auf Looten. Ich will die Giraffen sehen. Komm schon. Lauf. So, 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 so. Siehst du das? Oh, wie cool ist das denn? Kann man nicht streicheln? Ja, 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 ja. Schon gut. Was machst du? Ist okay. Komm her, komm her. Endlich mal was Schönes in dieser Welt. Na los, komm her. Bei all diesem Scheiß, den wir erleben, ist das doch mal was Schönes. Wehe, irgendjemand schießt das Vieh ab. Wehe. Wehe, irgendjemand schießt. Da werde ich aber sauer. Langsam, Kleine. Boah, ist ja eine ganze Herde. Ja, 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 ich komme. Ich verpasse wahrscheinlich 100 Sachen, ne? Ist hier irgendwas? Scheiß drauf. Geh den Giraffen hinterher, Mann. Geht's nur hoch. Okay, okay. Nicht, dass wir das verpassen jetzt, ey. Da melde ich aber... Mega. Das ist schon... Das ist schon echt cool. Ach, Mann. Endlich mal... Endlich mal was Schönes. Na? Einfach nur genießen im Moment. Und? Ist es so, wie du es erhofft hast? Es gibt Höhen und Tiefen, aber die Aussicht ist echt klasse. Mega. Jetzt passiert irgendwas, ne? Irgendwas Schlimmes passiert doch jetzt. Nice. Sehr, sehr schön. Okay, da kann man durch. Hier irgendwas? Sieht jetzt auf den ersten Blick nicht so aus. Nein. Dann gehen wir durch die Tür. Ich weiß, ich könnte jetzt den ganzen Tag hier stehen mit Ellie eigentlich, aber wir müssen weiter. Wir müssen irgendwas finden, irgendjemanden. Wir müssen das nicht tun. Das weißt du, ja? Was bleibt uns sonst übrig? Zurückgehen zu Tommy und die ganze Sache einfach vergessen. Nach allem, was wir durchgemacht haben? Alles, was ich getan habe. Das kann nicht umsonst gewesen sein. Ja, vor allem Tess. Tess ist gestorben, deswegen. Das können wir nicht einfach so aufhören. Das geht nicht. Wir können auch hier bleiben, bei den Giraffen. Wie wär's damit? So, Ellie läuft schon wieder vor. Du meinst es nur gut. Aber hier gibt es keine halben Sachen. Wenn wir fertig sind, kannst du das Ziel bestimmen. Okay? Okay. Na, ich gehe nicht ohne dich. Bringen wir es hinter uns. Die
laufen hier rum, als gäbe es keine Gegner. Hier sind doch bestimmt irgendwo Gegner. Okay, was? Boah. Alles zerstört hier. Das sieht absolut nicht so aus, als ob hier irgendjemand ist. Männertoilette. Da würde ich gerne hin. Und mich einmal erleichtern. So wie der Herr hier. Und ein Ellie, Comic. Hier ist noch einer von diesen Comics, die du immer liest. Cool. Cool. Sehr gut, das ist erstmal, dass wir das tatsächlich sagen. Savage Starlight. Buch 9, Niederschlag. Die Zeit für Danielas zweiten Testflug mit Überlichtgeschwindigkeit ist gekommen. Diesmal ist es keine Erkundungs-, sondern eine Unterwanderungsmission. Diesmal ist auch Daniela dabei. Ihre Ladung? Eine Antikohlenstoffbombe von 20 Teratonnen. Ihre Mannschaft? 8 der fähigsten, selbstmörderischsten und gefährlichsten Männer und Frauen der letzten Wacht. Ihre Mission? Die Vernichtung der Heimatwelt der Reisenden. Scheint eine interessante Story zu sein. Ich frage mich immer noch, ob das eine echte Story ist, ob das ein echtes Comic ist. Das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht wisst ihr das ja. Und könnt mir davon berichten. Goose to Boy, keine Ahnung. Was? Gracie Mystery Lodge. Cool. So, ansonsten, hier in dem Müll will ich gar nicht rumwühlen, ehrlich gesagt. Das sieht überhaupt nicht lecker aus. Egal, was wir da rausfischen, ich will das nicht. So. Haben wir auch nichts. Hier ist noch ein bisschen was Alkohol. So, da hinten liegt noch was. Oh, cool. Noch ein bisschen Werkzeug. Ist das denn hier alles? Sieht alles so verwahrlost aus. Hier ist doch niemals irgendjemand in der Nähe. Also kein Firefly, oder? Okay, das sieht schon interessanter aus hier. Kann man hier rein? Nö. Das sieht hier mit den Zelten. Wie kommt's? Es war kurz nach dem Zusammenbruch. Ich war in so einer Notaufnahme. Mhm. Und wo man hinsah, alle suchten hier nach ihren Angehörigen. Tja. Die ganze verdammte Welt war verrückt geworden. War Sarah da schon gestorben? Ja, war sie. Es muss schlimm sein, seine Tochter zu verlieren. Das zu verlieren, was man so liebt. Das ist wahr. Tut mir leid, Joel. Schon okay, Ellie. Immerhin kann er jetzt schon darüber reden. Und blockt nicht komplett ab. Das finde ich ganz gut. Ich denke, so langsam kann man Ellie vertrauen, oder? So, da hinten. Da hinten geht's noch weiter. Oh Gott. Okay, ich würde jetzt erstmal hier rein. Oh, da war ein Hund. Blutspritzer, das ist nie gut. Hier können wir ein bisschen Zeugs zusammen sammeln. Okay. Was sind das? Einschusslöcher hier? Okay. So, ein paar Pillen. Vielen Dank. Die nehme ich immer gern. Mal wieder 10 Stück bekommen. Okay, ich glaube, viel mehr gibt's hier nicht, sage ich. Werkzeugstufe 5. Na, endlich, Mann. Oder mal Zeit. So, jetzt können wir hier volles Programm machen, oder? Wir können alles verbessern, was wir wollen. Wenn wir genug Werkzeugteile haben, natürlich. Wenn. So, kann man hier weiter... Ach, da hinten, das sieht aus, als wäre das abgesperrt, ne? Ja, das ist abgesperrt. Ich gucke trotzdem mal ganz kurz, ob es hier noch was gibt. Was war das hier? Erkenne ich irgendwas? Nö. Hier hinter versteckt sich auch nichts. Ah, das sind auch alles nur Steine. Es könnte auch Werkzeug sein. Diese Werkzeugmaterialien. Man sieht es immer nur ganz schlecht. Da hinten ist irgendeine Bank, wo man sich draufsetzen könnte. Ich gucke nochmal in den Zelten hier. Kann man hier rein? Ja, kann man nicht. Okay, der Hund ist immer noch am Bellen. Das Bellen kommt näher. Was ist denn da hinten? Was liegt da? Ja, klar. Das ist ein Stein. Ne, den brauchen wir wirklich nicht.
Da liegt auch nichts. Ich gehe mal hier noch hinten in das Zelt. Da schaue ich mir noch ein bisschen um und dann gehen wir weiter. Wobei hier zu den Bänken würde ich noch gerne. Auch nichts. Gähnende Leere auf diesen Bänken. Oh, aber hier gibt es einiges. Wow. Ja, ja, dann unten eine Werkbank. Ganz wichtig. 25. Was? Die ist voll? Moment. Ja, die kann nur einen Schuss, ne? So, was liegt denn hier? Eine Map. Karte der Quarantänezone Salt Lake. Eine Karte der Quarantänezone von Salt Lake City. Ja, ja. Wollte ich vergrößern. So, Quarantäne-Busstation. Ich glaube, da sind wir. Evacuation Route East. Route North Hospital. Okay, wir müssen hier weiter Norden. No more supplies. Gone, gone. Links. Okay. Aber erstmal hier. Dann mal los. Immer schön verbessern, die Sachen. Was können wir denn verbessern? Shotgun. Reichweite. Ne, irgendwo war doch... Ja, Schaden. Aber hierfür haben wir nur einen Schuss. Das ist blöd. Wir haben 97 von dem Zeug. Von diesen Materialien. Von den Teilen. Was mache ich denn? Was mache ich denn? Ich würde gerne die Shotgun eigentlich verbessern. Und zwar die Reichweite. Ich glaube, das macht Sinn. Das mache ich mal. So. Die benutzen wir ja sehr oft. Jetzt können wir schon nicht mehr alles machen. Die Shorty. Rückstoß, Magazinkapazität. Hier haben wir nur zwei Schuss drin. Ein Schuss drin. Hier würde ich gerne die Magazinkapazität erhöhen. El Diablo. So. Jetzt haben wir noch 17. Damit kann man nicht mehr viel machen, glaube ich. Nee. Na gut. Das ist nicht schlecht. Ja, gefällt mir schon ganz gut. Und hier haben wir auch direkt Munition, die wir mitnehmen können. Na, sieh mal an. Einen Schuss können wir noch mitnehmen. Perfekt. Okay. Wo geht's weiter? Hier, ne? Da kann man auch in den Bus rein. Hey, Joel, ich hab was für dich. Was denn? Ja. Hier. Maria hat's mir gezeigt und ich hab's geklaut. Das ist doch nicht schlimm. Was hast denn du geklaut? Was ist das? Oh. Das Foto von Joel und der Tochter. Tja, was man auch immer versucht. Die Vergangenheit holt einen ein. Danke. Ja, immerhin sagt er danke. Immerhin sagt er danke. Also so schlimm findet er es ja gar nicht. Ich habe es auch nicht verstanden, ehrlich gesagt, dass er es nicht nehmen wollte. Sein Bruder hat ihm das ja schon mal angeboten. Naja. Vielleicht ist es einfach zu schwer, sich das Foto anzusehen. So, gibt es hier irgendwas? Sieht nicht so aus. Da steht ein Panzer. wie geht's denn hier raus? Achso, einfach raus. Hier. Castle Storage gibt es da hinten. Kann man den Panzer nutzen? Das wäre nicht so schlecht, glaube ich. Oder Munition mitnehmen. So eine Rakete. Dafür hat bestimmt noch irgendjemand Platz von uns beiden. So, Police Auto ist nix. Da ist auch nix. Es ist sehr wenig hier. Ich würde sagen, wir gehen einfach hier weiter. Durch den Tunnel müssen wir, so wie ich das hier sehe. Ist hier noch irgendwas? Nein. Was steht da? Savage Starlight, the movie. Na, hast du den gesehen, Ellie? Wahrscheinlich nicht. Da warst du noch gar nicht, geboren, als der Film rauskommen sollte. Dieses Mal läuft es anders. Ich weiß es. Was denn? Wie meinst du das? Sie werden da sein. Die Fireflies. Ich bin ganz sicher. Ich hoffe, du hast recht. Ich hoffe wirklich, du hast recht.
Hallo Freunde der Sonne, falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und falls ihr weitere Spielwünsche habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare, ich werde sie auch höchstwahrscheinlich spielen. Sollte euch der Kanal gefallen, dann abonniert ihn, ich würde mich sehr freuen und meine Eule freut sich auch. Also bis dann, adios amigos.